Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Er sagt ja, wir müssen im Inneren im Einklang sein mit dem, was wir im Äußeren, also unser Inneres muss im Einklang sein mit dem, was wir im Äußeren tun, also unser Äußeres tut. Und wenn es das Schicksal ist, was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Fragen wir erstmal das. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Okay, das war ominös. Das war ominös. Der hat mir jetzt überhaupt nicht gesagt, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein, oder? Das, was ich schon wusste. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Ihr könnt mir doch sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraus haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Was? Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Es gibt nur vier von euch. Erzählt mir etwas über die Graubärte. Also,
als wir gegen den Drachen bei Weißdorf gekämpft haben, hat er im Grunde die ganze Zeit mit mir geredet. Ich meine, ich habe teilweise verstanden, was er gesagt hat. Das ist übrigens nur in der deutschen Version so. Ja, das ist übrigens nur in der deutschen Version so, dass der Drache redet. In der englischen Fassung redet der überhaupt nicht. Da tauchen nur die Untertitel auf. Entweder ob es ein Bug ist oder ob sie sich entgegen entschieden haben, weiß ich nicht. Aber, und auch der Drache in Helgen hat im Grunde nur ein Wortgefecht geführt. Also die sprechen ganz normal und verändern dadurch... Ja, sprechen ganz normal. Das heißt, der Drache bei Weißdorf hat die ganze Zeit mit uns gesprochen, als er gegen uns gekämpft hat. Okay. Und das bedeutet, wenn zwei Drachen miteinander kämpfen... Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Wenn zwei Drachen miteinander kämpfen, dann bedeutet das, dass die im Grunde einfach nur eine lange, laute Diskussion führen, oder wie? Warte mal. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Erzählt mir etwas über die Graubärte. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Warum sagen die anderen nichts? Das ist der Weg der Stimme. Warum sagen die anderen nichts? Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten. Aha. Und es gibt nur 4 von euch? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Und wann kann ich diesen Parthornax treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Ihr wiederholt euch und ihr erhaltet mir Wissen zurück. Erhält mir Wissen vor. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Weil er sich das... Er sagt... Er muss den Wunsch der Götter... Das ist doch widersprüchlich. Er sagt einerseits, er muss dem Wunsch der Götter dienen und das Drachenblut ausbilden. Aber andererseits sagt er auch, er darf entscheiden, wann das Drachenblut bereit ist und würdig ist und wann nicht. Das ist doch widersprüchlich. Wer gibt ihm denn das Recht dazu? Naja. Sprich's nicht. Das sieht nicht gesund aus. Okay. Selbst als Nord, das ist wahrscheinlich nicht mal richtige Kälte. Das ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Ulfgar. Okay, sag noch mal. Beziehungsweise er stöhnt. Okay. Das war ominös und nicht hilfreich. Also doch schon irgendwie, aber er behält ganz schön viel Wissen für sich. Arngeier. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Kann man die Fackel mal anzünden, dann wäre es heller. Naja, Konferenzsaal oder wie? Das waren wohl mal mehr. Die Stimme in euch. Das sind ja komfortable Betten. Das Leben von Uriel Septim dem Siebten. Oh, Uriel Septim der Siebte von Rufus Hain.
Dritte Ära 368 bis 389, Stratege und Schlichter. Die frühen Jahrzehnte in Kaiser Uriels Leben waren von der aggressiven Expansion und Konsolidierung des kaiserlichen Einflusses gekennzeichnet, die überall im Reich stattfand. Jedoch vor allem im Osten, in Morrowind und in der Schwarzmarsch. Dort, wo die Macht des Reiches begrenzt, die kaiserliche Kultur wenig verbreitet, heimische Bräuche und Traditionen ausgeprägt und der Widerstand gegen die Einverleibung standhaft war. In dieser Zeit profitierte Uriel sehr von den magischen Fähigkeiten und dem klugen Rat seines engsten Beraters, des kaiserlichen Kampfmagiers Yagar Tarn. Die Geschichte der Ehe zwischen Uriel und Prinzessin Kaula Voria ist keine sehr glückliche. Obwohl sie eine schöne und charmante Frau war, vom Volk außerordentlich geliebt und verehrt, war die Kaiserin äußerst unangenehm, arrogant, ehrgeizig und habgierig. Sie betörte Uriel Septim mit ihren weiblichen Listen, aber bald nach der Hochzeit bereute Uriel Septim seinen Fehler und fühlte sich von ihr abgestoßen. Sie verabscheuten einander und gaben sich die größten Mühe, sich gegenseitig zu verletzen. Ihre Kinder waren die Opfer dieser unglücklichen Ehe. Mit seinem flinken Verstand und seinem unbändigen Ehrgeiz überflügelte Uriel bald seinen Meister in den Künsten der Einschüchterung und der Diplomatie, und es gelang ihm, das Haus Hilalu als Vorreiter der kaiserlichen Kultur und wirtschaftlichen Entwicklung in Morrowind für sich zu gewinnen. Doch wuchs auch Uriels Stolz und Dreistigkeit. Yagar Tarn nährte Uriels Stolz und gewann hinter der Maske eines längst überflügelten ehemaligen Beraters dessen volles Vertrauen, was schließlich zum Verrat an Uriel, dessen Gefangenschaft im Reich des Vergessens und zu Tarns heimlichen Raub des kaiserlichen Throns führte. Ich glaube, das waren die Geschehnisse von Arena oder Daggerfall. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Dritte Ära 389 bis 399, Gefangenschaft, Verrat und Gefangenschaft. Wie lange geht denn das? Dritte Ära 399 bis 415, die Restauration, das Wunder des Friedens und Wardenfell. Das sehe ich irgendwann später mal. Komplett. Ich kann es leider nicht mitnehmen, das wäre Diebstahl. Auch wenn das wahrscheinlich niemand mitkriegen würde. Bis auf Lydia? Ah ne, da hinten kommen sie auch schon. Ja, ja. Hä, warte mal. Ahnengeier? Ah. Möge der Wind euch leiten. Die haben zwei Ahnen. Was ist hier los? Okay. Zwei Ahnengeier. Die Hoffnung der Redoran. Ingol und die Meeresgeister, die Alduin Akatosh, die Chronomie, die Anuade nacherzählt, alle auch in der stehlen Verfasser unbekannt. Ingol und die Meeresgeister, die Hoffnung der Redoran, alles stehlen kann ich gar nicht mitnehmen. Deswegen würde ich ungern darin blättern. Weil ich sie nicht selber lesen kann. Ich habe gedacht, vielleicht sind hier irgendwelche interessanten Bücher. Vielleicht sogar das Buch des Drachenblut. Das würde doch viel mehr Sinn machen, wenn das hier liegen würde, anstatt im Kerker von einem Helgen. Oder? Ich will es ja nur sagen. Ich will es nur sagen. Es würde mehr Sinn machen, wenn es hier liegen würde, anstatt im Kerker von Helgen. Ja, schön. Also, das Horn von Jürgen Windrufer. Das ist doch oben bei Ding. Einsamkeit. Das ist ja komplett woanders. Okay. Das heißt, ich muss mich langsam, aber sicher irgendwie nach Einsamkeit hocharbeiten. Ich glaube, mein Abenteuer führt mich über ganz Himmelsrand. Also, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal... Kann ich hier irgendwo schlafen? Nee, ne? Schlafen darf ich nicht. Die haben kein Bett für mich. Ich meine, ich bin quasi Ehren... Ahnengeier? Wieso haben die zwei Ahnengeier? Sehr, sehr seltsam. Ahnengeier. An den Namen muss ich mich gewöhnen. Der heißt im englischen Original Arngier.
Es wird gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen. Okay, das heißt, hier gibt's nichts zu sehen. Ich guck nochmal ganz kurz auf die lokale Karte. Hochrodger Innenhof, Hochrodger Innenhof, Hochrodger Innenhof. Jo. Hier gibt es also nichts zu sehen. Das heißt, wir begeben uns wieder in den Abstieg, zum Abstieg, in Richtung Abstieg. Ja, Lydia, das war... Wow, ich weiß auch nicht. Ich bin direkt hinter euch. Das ist keine Meinung, ne? Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt hier den Berg runtergehen würde, also hier runterspringen würde, dann würde ich bei Flusswald rauskommen. Ja, dann müsste ich bei Flusswald rauskommen, ungefähr. Aber ich muss ja nach Iverstedt. Voll schön. Licht macht irgendwie mehr Licht. Das Zauberlicht. Ist irgendwie heller. Auch wenn ich es eigentlich nicht brauche, ist eigentlich hell genug. Ich hätte mir wirklich ein Pferd kaufen sollen. Warte mal. Na mal los. Wenn ich hier jetzt runtergehen würde, dann würde ich genau da bei diesen komischen Hexen rauskommen. Das heißt, ich könnte die theoretisch von oben beschießen, während die mich schwer treffen können. Aber dann müsste ich erstmal runterkommen. Und so weit oben wie ich bin. Der Abstieg geht höher, er geht schneller als der Aufstieg. Das war eine komische Begegnung mit den Graubärten, ganz ehrlich. Das war seltsam. Ich bin nicht wirklich schlauer als vorher, muss ich sagen. Ich bin nicht wirklich schlauer als vorher. Also alles, was die mir jetzt gesagt haben, habe ich eigentlich schon vorher gewusst durch dieses Buch des Drachenbluts. Ist nur schön, dass ich jetzt ein paar Schreie mehr kann. Das ist... Aber vielleicht erzählen die mir mehr, sobald ich mich irgendwie bewiesen habe. Aus irgendeinem Grund verlangt er das ja. Ja, das habe ich ja schon gesagt, das ist ein bisschen widersprüchlich. Der Arngeier, er ist ein bisschen widersprüchlich. Einerseits sagt er, er muss Kynaret und dem Drachenblut dienen, also beziehungsweise er muss Kynaret dienen. Und aber ja, da das Drachenblut ja ein Geschenk der Götter ist, dann auch quasi uns. Ja, und dann sagt er wiederum, ja... Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodger emporsteigt. Andererseits sagt er aber auch... Ist das... Nee, das ist der Farmer. Dass er mir nicht alles sagen muss, was er weiß. Weil ich es nicht verstehen würde oder so ein Quatsch. Solche Aussagen liebe ich ja immer. Klimek. Ah, schön euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Ja, ich habe die Vorräte nach Hochrodger gebracht. Das ist ein Aufstieg, was? Ja, kannst du sagen. Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. 750 Gold. Danke nochmal für die Lauferei.
Ich glaube, ich habe nicht mal so viel für die Banditen-Dinge bekommen. Irgendwie siehst du gruselig aus, Lydia. So viel habe ich nicht mal für die Ding bekommen. Für das Banditentöten, glaube ich. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Diese Bären machen Fräulein Pemba so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Bitte was? Hallo. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ihr wirkt ziemlich glücklich. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Gwilin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Da hat er recht. Könnt ihr mir etwas über Hochrotge erzählen? Ich fand es immer schon seltsam, dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt. Ich weiß nicht, was dort oben ist, aber ich wette die Graubärte schon. Ja. Einen schönen Tag wünsche ich. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Ist das, Metapher? Wilhelm! Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hä? Mhm. Tor. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ah, Service. Das hier, ich hätte gedacht, das da drüben. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Guck mal, Lydia, du kriegst ein eigenes Bett. Bett schlafen, Bett fremd. Okay, Lydia darf. Also, das ist der Doppelzimmer. Also, ich habe doch kein Doppelzimmer bestellt. Ich kann mal nicht mal die Tür zumachen. Was ist denn das für ein Gasthaus? Okay. Lydia, du passt auf, dass mich niemand ersticht. Und wir sind zurück hier in Ivarstadt, beziehungsweise in Ivarstedt, wie ich es zu sagen pflege. Einfach aus reiner Angewohnheit und weil ich zu faul bin, mich umzugewöhnen. Nicht wahr, Lydia? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir Nord ganz besonders. Wir legen viel Wert auf Tradition und die Tradition ist nun mal Ivarstedt zu sagen, statt Ivarstadt. Genau. So. Da oben waren wir vorhin. Man sieht's ein bisschen im Nebel. Ich zeig's auf der Karte, da sieht man's besser. Da oben waren wir. In Hochrotgar, beziehungsweise auf Hochrotgar. Und in Hochrotgar, weil das ja eine Festung ist. Ja. Auf dem Schlund der Welt, beziehungsweise auf dem. Hals der Welt. Schlund der Welt klingt irgendwie epischer. Ich bleib bei Schlund der Welt. Auf dem Schlund der Welt und haben ein paar Quests zurückgelassen, als wir da hochgelaufen sind. Und die machen wir jetzt nachträglich. Mann, ist das ein komischer Anfang. Das ist irgendwie. So, wir müssen Raiders Überreste finden. Die. Ja, befinden sich wahrscheinlich in Germundshalle. Das letzte, was wir wissen von Raider, ist, dass sie. Vor einem Jahr oder so, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, hier auf der Insel verloren gegangen ist, wie auch immer die da hingekommen ist. Wahrscheinlich mit einem Boot, aber ich sehe keinerlei Boote hier. Also, ja, vielleicht gibt es keine Boote, weil sie mit dem Boot zur Insel gefallen ist. Und dann müssen wir Geister untersuchen in einem Hügelgrab, das direkt vor der Stadt ist. Und ich frage mich, warum niemand auf die Idee gekommen ist, da reinzugehen. Wahrscheinlich, weil sie alle Schützer sind und Angst haben. Genau. Das ist eine Wache. Ivarstädter Wache. Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Nein, aber ich bin total verwirrt, weil du Ivarstädter Wache heißt und nicht Ivarstädter Wache. Das ist sehr seltsam und verwirrend. Waren die Mühle schon immer hier? Hallo? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort in Himmelsrand, um eine Mühle zu betreiben. Wie soll ich etwas schaffen, wenn diese Bären hier rumlaufen? Was verärgert euch denn so? Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen.
Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Ihr habt ein Bärenproblem, das habe ich so gehört, zufälligerweise. Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Ach. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Bitte? Was? Ja gut, kann ich machen. Wenn ich zufällig an einem vorbeikomme, dann greifen die mich sowieso an, aber... Was? Wie konnten Bären euch aus eurem Geschäft vertreiben? Habt ihr mal gesehen, was Bären mit Bäumen machen? Sie springen auf ihre Hinterbeine und zerkratzen sie, um ihr Territorium zu markieren. Ach das? Ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen in der richtigen Größe absuchen. Das kostet zu viel Zeit und Geld. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Hier gibt's doch überall Bäume im Rift. Die sind doch alle unberührt. Und was macht ein Bär schon mit denen? Der zerkratzt die Rinde ein bisschen. Die zersägst du sowieso oder verarbeitest du die und niemand interessiert die Rinde. Niemand interessiert die Rinde. Die kann man höchstens zu Feuerholz verarbeiten und dann kann man sie verbrennen. Dann interessiert die auch niemanden mehr. Ach, ihr seid komisch. Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen oder sind da auch Bären? Die Graubärte lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Das kommt mir ganz gelegen. Bin überrascht, dass sie nicht Graubären nennt. Ich diesen dummen Bären eine Abreibung. Du hast was gegen Bären, ha? Schleifstein. Okay. Hallo? Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Wer ist denn eure Tochter? Ist das die Tochter? Oh. Astrid? Ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Allerdings. Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Sehr viel Interessantes, aber könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, kann ich nicht, bis ich oben bei ihnen war. Und scheinbar können sie euch mit einem einzigen Wort töten. Deswegen sind sie lieber still. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Ja, Lydia sieht von der Idee genauso beeindruckt aus wie ich. Guck mal, ich glaube dir die Kartoffeln, dann brauchst du nichts mehr abarbeiten. Ist doch schön, oder? Wer bist du überhaupt? Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrotka sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Ich verkaufe Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Sehr schön. Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Warum? Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Na, wahrscheinlich niest jemand da oben oder natürlich, sowas. Natürlich, geht. Alle anderen machen das auch. Ja, ist das so. Interessant. Sind hier noch mehr Kartoffeln oder... Ah, Kohl. Helmut Kohl. Bin immer noch da. Ja, das ist schön. Dann mal los. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Was, warum? Ja, ich dachte, sie ist verheiratet. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Hühnerei, kann ich auch Hühner? Einfach so schnell ihr könnt aus der Stadt. Hier gibt es nichts. Was, warum? Habt ihr eine Idee, wie ich meiner Tochter die Flausen austreiben kann? Nein, gar nicht. Ich habe noch mehr Sachen zu verkaufen. Pilger oder nicht, an eurer Stelle würde ich unser kleines Kaff so schnell wie möglich hinter mir lassen. Und dann beschwert ihr euch, dass die Leute gehen? Ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Natürlich, geht. Alle anderen machen das auch. Hier gibt es nichts. Die sind komisch. Beschweren sich, dass die Leute nicht in der Stadt bleiben und dann sagen sie die ganze Zeit, sie sollen aus der Stadt gehen. Übrigens ist mir gerade bei Lydia was aufgefallen. Ich wollte wieder schwere Rüstung anlegen, tatsächlich. Einfach aus dem Grund, dass ich schon einen Punkt in schwerer Rüstung habe. Ja, das ist der einzige Grund. Ich habe schon einen Punkt in schwerer Rüstung investiert. Und es ist eigentlich unsinnig, wenn ich dann auf leichte Rüstung wechsle. So, was haben wir hier? Aha. Ja. Einbalsamierungswerkzeuge. Ah ja, das ist beeindruckend. Ist das eine dieser alten Ruinen? Nee, Lydia, die ist neu. Weißt du, als wir hoch nach Hochrotka gegangen sind, da war die noch nicht da. Die haben sie gebaut, als wir oben bei den Graubärten waren. Und jetzt ist die fertig und wir können sie erforschen. Die ist neu. Die ist nicht alt.
Ah ja. Ja, wenn es nicht so neblig wäre, dann wäre das bestimmt beeindruckender. Okay, Feuerschleierhügel. Wir wollen ja diese Aufnahme auch noch irgendwas erreichen. Nicht nur mit irgendwelchen Leuten quatschen. Obwohl das das Spannendste ins ganz Skyrim ist, mit den Leuten reden. Ah, ein Heiltrank und ein Seelenstein. Und lauter beschädigte Bücher zusammen mit einem Leintuch. Ein Leintuch und ein beschädigtes Buch. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich in irgendwelchen Nord... Oh Gold. Wenn ich in irgendwelchen Nord... Ruinen, Nordgräbern die Leichen plündere, ganz ehrlich. Denn... Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn das Elfengräber wären. Was? Was? Lydia, ich glaube, das ist doch ein Elfengrab. Dann können wir die auch euch plündern. Nee, ganz ehrlich, ich habe da immer so meine Bedenken, weil eigentlich sind das ja meine Vorfahren. Vor den Zeitaltern der Menschheit. Illusion verbessert auf 16. Das ist die Zeitstrahl-Serie Band 1. Vor den Zeitaltern der Menschheit von Aikanta von Chimerene. Bevor Menschen kamen und über Tamriel herrschten und bevor die Chroniken der Geschichtsschreiber die Angelegenheiten der Regenten von Tamriel verzeichneten, sind die Ereignisse unserer Welt nur durch Mythen und Legenden sowohl durch die vom Himmel inspirierten Lehren der neuen Göttlichen bekannt. Zur Vereinfachung teilen die Historiker die längst vergangene Zeiten der Vorzeit grob in zwei Perioden ein. Die Ära der Dämmerung und die meretische Ära. Okay. Das Buch ist länger, oder? Ja, geht so, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch gerade eben schon vorgelesen. Aber die Aufnahme. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme gar nicht lief. Und dann musste ich es nochmal machen. Ja, und deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Du willst mich verarschen. Das geht doch. Eisentür. So, bis hierhin habe ich aufgenommen gehabt. Dann ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme nicht lief. Ah. Komm schon. Schlossnacken verbessert auf... Cool. Was ist das für eine lächerliche Falle? Hehe, du löst die nicht aus, ne? Ein Langbogen und Gold. Eine Truhe mit noch einer Falle sehe ich gerade. Ein Fallenauslöser. Das war ein stabiler Dietrich. Das ist jetzt für eine Falle gewesen. Ach so, hier. Pfeile raus, okay. Boah, 17 Gold. Das hat sich echt gelohnt. Du musst auch immer in alle Fallen reinlaufen, oder Lydia? Was für ein gefährlicher Ort.
Ein Glück, dass ich nicht immer blind irgendwo reinlaufe, hm? Sind da irgendwelche Fallen auf dem Boden? Nein. Eine Schale. Hallo. Ihr seid hier nicht willkommen. Ach du Scheiße. Was? Warte, ich hab doch irgendwo... Ein netter Geist kommt nie allein oder so ähnlich. Na ja, sowas. So, leichter Schuss. Vindelius Gatharion. Essenz des Phantoms. Du nimmst für 30 Sekunden Geisterform an. Was hat der denn für ein Problem, ey? Fellrüstung, Pelzstiefel, Stahldolch, Stab des Schutzgeistes. Was ist denn dem los? Essenz des Phantoms. Beutel. Eisenpanzerhandschuhe. Naja. Zaubertrank der geringen Marker. Nettes Plätzchen hier. Hat sich's gemütlich. Was? Ja gut, ich mach die Tür zu. Es zieht ein bisschen, ne, Lydia? Okay. Leveln! Ausdauer. Gibt es ein... Langsam ist die Zeit. Die Zeit verlangsamt sich, wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst. Du kannst einen mächtigen Gegenangriff durchführen. Gegenangriff für so um 15. Gegenangriffe. Sprinten mit erhobenem Schild. Pfeile, die den Schild treffen, verursachen keinen Schaden. Dafür brauche ich aber Blocken 30. Ne, ich wollte gucken, ob es irgendwo einen Blocken gibt für magische, also für Zauber. Zweihändig, einhändig, Schießkunst, leichte Rüstung. Was gibt's da eigentlich? Defensivspezialist ist klar. Passgenau ist auch klar. Eine leichte Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht, wenn sie getragen wird. Deine Ausdauer wird 50% schneller wiederhergestellt, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. 10% Chance auf völlige Unversehrtheit nach einem Nahkampfangriff, wenn du ausschließlich zusätzlicher Rüstungsbonus von 25%, wenn ein... Was? Wenn ein passendes, leichtes Rüstungsset getragen wird. Und bei schwerer? Unbewaffnete Angriffe mit schweren Panzerhandschuhen bewirken ihren Rüstungswert als Schaden. Halbiert Sturzschaden, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Konditionierung, eine schwere Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht. 10% des physischen Schadens werden auf den Angreifer reflektiert. Ja, das ist eigentlich besser als unversehrt seid. Zusätzlicher Rüstungsbonus von 25%, wenn du ein Set trägst. 40% weniger zurückstoßen. 25% Rüstungsbonus. Das ist eigentlich besser. Also klar, leichte Rüstung ist eben auf Ausdauer und Schnelligkeit und schwere Rüstung ist eher langsam, aber dafür, ja, dafür bist du einfach ein Moloch. Das macht schon Sinn. Was level ich denn jetzt? Ich tue mich da immer so schwer. 25% weniger Ausdauer. 60% mehr Schaden. Und da müsste ich mich eigentlich mal entscheiden, was für Waffen ich benutze. Ich mag ja Kriegsäxte wegen dem Blutungsschaden eigentlich ganz gerne, aber ich habe keine gescheite. Und dann habe ich auch wieder 2 Punkte in zweihändig. Also... Ich kann ja mal schleichen leveln, dann kann ich besser schleichen. Das wäre ja auch mal eine Idee. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Vindelius Tagebuch. Also warum versteckt er sich? Warum tarnt er sich als Geist? Das Tagebuch von Vindelius Gatharion. Oder Gatharion? 18. Morgenstern, 4. Ära 200.
Ich muss mal gleich aufs Datum gucken. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstern, 4. Ära 200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. 28. Morgenstern, 4. Ära 200. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur herzustellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Oder Ivarstadt, je nachdem, wie man es aussprechen will. Oh, das nervt jemanden ganz bestimmt, ja. 29. Morgenstern, 2. Ära 200, 4. Ära 200. Erfolg! Es hat besser geklappt, als ich es mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit dem Arm fuchteln. Ich hätte beinahe dort losgelacht, als die weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, während ich meine Suche auch nach der Klaue fortsetze. 11. Herzfeuer, 4. Ära 200. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist verrückt werden. Das hat er zusammengeschrieben. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern, also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang, 4. Ära 200. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Das sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich beanspruchen. Ach nee, behalten. Okay. 18. Abendstern, 4. Ära 200. Wieso? Wieso quälen Sie mich? Wieso vernichten Sie mich nicht einfach? Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabs? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nun mit mir? 1. Ära 1050. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All diejenigen, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht, ich bin der Hüter des Feuerschlagehügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Ich glaube, seine Tinktur hat irgendwie eine leichte Fehlfunktion. Oder... ja, es ist ihm nicht bekommen. Die Einsamkeit hier. Wer weiß das schon? Habe ich irgendwelche Zutaten, die ich noch nicht miteinander vermischt habe? Die Biene mit dem Fisch. Geil, hat überhaupt nichts gebracht. Lydia, das war reine Zeitverschwendung. Irgendwie. Naja. So lernt man Rezepte, indem man einfach alles Mögliche miteinander kombiniert. Und meistens kommt nur Scheiße dabei raus. Also es gibt hier in diesem Hügelgrab eine Klaue. Wahrscheinlich wieder so eine Drachenklaue. Eisentür. Ja, der hat hier überall Fallen aufgestellt, der Typ. Oder sie existieren einfach seit Jahrhunderten. Ja, die Klaue habe ich nicht. Vielleicht weiß irgendwer im Dorf, wovon der spricht. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Hallo, Draug. Hä? Wieso ist denn das wieder zu? Ah, so ein Scheiß. Also gut, ich muss irgendwie wieder... der löst eine Falle aus. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, durch welchen Hebel das geöffnet wurde, aber hat ja funktioniert.